Yo, hi, mein Name ist Lesky. Ich bin Kölner Beatmaker und Produzent, derzeit beim Label Melting Pot Music. Und ich baue heute mit euch für den NPM Beat Workshop der CO Pop einen Lesky-Type Beat. Und ich fange eigentlich immer super gerne mit meinen Drums an, speziell mit den Hi-Hats. Und dann nehme ich euch jetzt direkt mal mit ins Programm. Ich habe hier Ableton offen. Und ich bin tatsächlich ein Klicker. Das heißt, ich klicke meine Drums ein. Zeige ich euch mal. So, jetzt habe ich schon mal so einen kleinen Basic Groove, also man weiß schon, was das Tempo ist. Wir sind hier bei 83 BPM im Ableton und ich habe hier so 16 Hi-Hats einprogrammiert. Und ich mag, wenn die ganzen Sachen so einen etwas natürlichen Groove haben, deswegen ist das quasi eine Hi-Hat von einem akustischen Drumset mit so dynamischen Unterschieden. Und wie bei einem akustischen Drumset kannst du halt auch einfach die Hi-Hat ganz normal mit so einem, mit dem Stick spielen, einfach auf die Fläche der Hi-Hat oder oben auf die Bell. Das klingt dann so, das ist so ein kleines Ding. Und ich mag es ganz gerne, wenn das so ein bisschen variiert. Hier, das Ding ist oben mit drauf. So, jetzt haben wir das rhythmische Grundgerüst, die Hi-Hats stehen und jetzt kommt die Snare. Klingt so, einmal eine Snare und obendrauf eine Clap. Zusammen. So. Und auch hier mag ich ein Live-Feeling, obwohl ich das alles einklicke. Deswegen diese ganzen kleinen Rolls, die ich eingebaut habe. So, das steht jetzt auch schon mal. Und jetzt brauchen wir ein bisschen was von unten, das von unten drückt. Eine Kickdrum. Ich habe hier schon zwei in der engeren Auswahl, klingen ziemlich ähnlich. Ich glaube, ich mag die unteren ein bisschen mehr.
So, damit steht das Grundgerüst der Drums. Jetzt kann ich auch dieses nervige Metronom ausmachen, das die ganze Zeit durchklickt. Hat schon ein bisschen Groove, man erkennt, es ist ein Hip-Hop-Beat. Aber ich finde, da geht noch ein bisschen mehr. Der Groove kann auch so ein bisschen prägnanter sein. Und das erreiche ich ganz gerne dadurch, dass ich noch so verschiedene Percussion-Elemente drüber lege. Layer nennt man das im Slang. Zum Beispiel noch eine Hi-Hat. Und ich arbeite mit Ableton und bei Ableton gibt es die geile Funktion, dass ich zum Beispiel eine MIDI, wie ich jetzt hier habe mit den Hi-Hats, die zum Beispiel nicht ganz 100% in Time ist. Alles ist so ein bisschen hinterm Beat für den Hip-Hop-Flavor, dass alles ein bisschen verschoben ist. Da kann ich hier auf Extract Groove drücken und dann extrahiert er mir, wie die Sachen sitzen. Ich kann das jetzt auf meine zweite Hi-Hat, die ich hier habe, anwenden. Und ist das auch verschoben. Das ist direkt drüber liegt und immer nur mal so ein kleines Klick mit am Start ist. So, und ich finde, der ganze Drum Groove könnte noch einen Shaker gebrauchen, noch irgendwie was, was nochmal so ein bisschen extra Rhythmus gibt. Und ich habe hier einen schon am Start, den ich sehr gerne mag und häufiger verwende. So klingt er. Alleine. Und wir können mal hören, wie der mit dem Rest klingt. Ja, klingt schon ganz solide, aber ist noch nicht ganz in dem Groove, deswegen schiebe ich das mal zurecht. So, und jetzt direkt auch schon auf den anderen Percussion-Elementen drauf, die wir hier am Start hatten. So, das Grundgerüst des Beats, des eigentlichen Beats, des Rhythmus steht jetzt bereits. Und was ich dann gerne, womit ich dann gerne weitermache, sind Keys. Ein Fender Rhodes oder die Emulation davon, die ich hier gerade auf meinem Laptop habe. Und das klingt dann. So, aber hat gerade noch nicht ganz alle Noten geladen, deswegen so ein bisschen verzögert. So. Mal kurz gucken, was der Ladevorgang macht. Genau. Dann kann ich schon mal direkt erklären, was ich hier mit den Akkorden mache. Ich baue Beats, die aus dem 90s Hip-Hop kommen und der kommt wiederum aus dem Jazz, aus dem Neo-Soul, der sich parallel zu diesem 90s Hip-Hop entwickelt hat. Und Jazz-Akkorde sind alle ein bisschen, haben alle ein bisschen mehr als normale Akkorde. So ein normaler Akkord hat einen ganz einfachen Dreiklang. Drei Töne. Grundton, Terz, Quinte. Also ein Jazz-Akkord hat noch ein bisschen mehr Spice und der klingt dann zum Beispiel so. Es sind fünf Töne. Ich habe diesen ganz normalen Dreiklang, dieses C-Moll hier. Ich habe noch eine 2 oder eine 9 dabei, also der neunte Ton in der Tonleiter und eine 13, der 13. Ton in der Tonleiter, den ich aber hier unten spiele. Quasi aus diesem einen Akkord, der ganz oft verwendet wurde in
Sachen von Jay Dilla, D'Angelo, A Tribe Called Quest, so die Classics, kann ich einen ganzen Beat bauen. Das ist zum Beispiel derselbe Akkord, nur verschoben. Und das auch. Und das auch. Und das klingt eigentlich schon mal ganz solide und ich werde es jetzt einfach straight aufnehmen. Spieler dabei, aber dank den Wundern der Technik kann ich das ganz einfach rausschneiden. So. Und zack. Und einen Ton hat er nicht mit aufgenommen, den habe ich gerade noch reingeschoben. Geht schon klar, aber da kann noch mehr passieren. Und ich layer sehr gerne, also verwende gerne verschiedene Keyparts, gerne auch mit demselben Sound und füge die übereinander hinzu. Ich habe hier den gleichen Sound nochmal und guck mal, dass ich noch so ein klein bisschen Topline, so eine kleine Melodie dazu kriege. Klingt schon mal ganz nice, das nehme ich einfach straight off. Erste Ton in der zweiten Wiederholung hinkt noch ein bisschen. Dann schiebe ich es zurecht. Und klingt ganz nice, aber ist nur so ein bisschen, trüge. Was ich ganz gerne mache, sind so die verschiedenen Layer, die ich aufnehme, ein bisschen zu verstimmen. Das zeige ich euch mal solo. Wobbelt dann so ein bisschen, das wäre jetzt der Extremfall. So klingt es eigentlich ganz nice. Ohne? Mit? Und es gibt nochmal so eine gewisse Reibung, ganz einfach in dem Harmonischen, wenn ich das mit diesem D-Tune einbaue. Kann ein bisschen leiser noch. Aber klingt ganz solide. Und ich finde, da kann man noch einen Layer einbauen, noch eine Linie, die irgendwie was mitbringt, es ein bisschen interessanter macht. Hm.
klingt schon mal ganz nice. Zweite war's. Und was ich bei diesem Layer auch ganz gerne mache, normalerweise habe ich so 3-4 davon, ist so eine sogenannte Plo-Note einzubauen. Das ist im Jazz eine tonleiterfremde Note. Also sagen wir mal, wir haben die C-Moll-Tonart, in der wir uns gerade bewegen. C-Moll klingt so. Aber eine Plo-Note wäre zum Beispiel die hier. Oder die hier. Und es klingt immer ganz interessant, wenn man so einen kleinen Slide vornimmt. Dass man kurz auf dieser Note anfängt und dann runtergeht. Habe ich zum Beispiel hier gerade auch eingebaut, das sieht man hier. Es fängt auf dieser Note an, geht dann hoch, dann kommt eine andere und dann ist dasselbe Spiel hier nochmal weiter unten. Ich finde dieser Wobble-Effekt, dieser D-Tune, kann hier auch noch eingebaut werden. Nicht ganz so krass? Vielleicht so. So, unsere Keys klingen aber noch ein bisschen trocken und haben noch so ein bisschen viel unten rum. Das habe ich hier schon mal weggenommen. Unten lasse ich gerne einfach ein bisschen Platz, um noch eine Bassline einzuspielen. Die haben wir jetzt noch gar nicht. Aber es ist immer geil, wenn ein Beat einfach ein bisschen was hat, was noch unten passiert, abgesehen von der Kick. Und ein bisschen Hall kann auch noch drauf. Das wäre jetzt ein bisschen viel. So ungefähr. Auf zum Bass. Ich weiß nicht ganz, ob ich einen eher echt klingenden Bass verwenden soll oder einen Synthesizer-Bass. Ich glaube, ich nehme den etwas natürlicher klingenden. Thank you.
ich ganz gerne auf dem Bass mache, ist dafür zu sorgen, dass er immer, wenn die Kick kommt, die ja auch in einem ähnlichen Frequenzbereich stattfindet, er weggedrückt wird von der Kick. Das nennt man Sidechain-Kompression. Ein Kompressor macht ein Signal klein und er macht jetzt in diesem Fall immer das Signal klein, wenn die Kick kommt. Hört man vor allem, wenn er Solo spielt? Bo, bo. Weg halt. Ja, ist ein okayer Loop bisher. Ich arbeite gerne die vollste Stelle vor, also ich mache größtenteils Solo-Instrumental-Beats, das heißt, ich bringe sie einfach so raus auf die Streaming-Plattform etc. Und da brauche ich nicht unbedingt einen Rapper. Da könnte jetzt schon ein Rapper drauf kommen oder eine Sängerin. Passt schon, der könnte ein bisschen Action machen, aber ich produziere es gerne aus. Und was ich dann gerne verwende, sind so kleine Vocal-Schnipsel. Sowas in der Art. Und da gucke ich mal, dass da jetzt was drauf passt. Klingt ganz nice. Und das ist eher ein atmosphärisches Element. Und was so jedes atmosphärische Element viel geiler macht, ist eine Menge Hall und Delay. So klingt es halt ein bisschen trocken. Ja, mit so Hall, Delay, also so ein bisschen Echo. Und Hall. Klingt schon viel interessanter. Was bei keinem 90s oder Oldschool-Hip-Hop inspirierten Beat fehlen darf, ist so Crackle, so ein bisschen Kratzen wie bei einer Platte, so ein bisschen Rauschen. Kann ganz gerne super leise sein, aber ich finde, das gibt immer noch so ein bisschen Wärme, ein bisschen Flavor und weckt Nostalgie. Ich mag das hier ganz gerne. Das haue ich jetzt einfach mal mit runter. Okay, das ist noch viel zu laut. Nur noch ein bisschen zu präsent. Das heißt, ich gehe jetzt mit einem Equalizer ran und sorge dafür, dass so ein bisschen die Höhen weggenommen werden. Ungefähr so. Vorher, nachher. Subtil, aber für mich schon viel besser. Ich finde, das Ganze kann man auch noch ein bisschen von der Textur interessanter machen, also einfach von dem Sounddesign, indem man noch so kleine Details einbaut, so eine Wah-Wah-Gitarre.
die vielleicht noch was drunter macht unter den Chords. Ja. Bisschen Dub-Flavor mit dem Echo. Klingt ganz nice. Die ich gerade aufgenommen habe, mag ich nicht so sehr. Deswegen, oh, ich bin ein bisschen weit weg vom Mic, merke ich gerade. Deswegen nehme ich immer nur dieses erste hier mit rein. Und das zweite war nicht so ganz im geilen Takt, deswegen kopiere ich das einfach. So, kann ein bisschen leiser. Ist schon relativ voll und ein Trick, den ich gerne noch in jedem Beat eigentlich verwende, das habe ich auch von Jay Dilla und einer Menge 90s-Hip-Hop-Produktion, ist so ein hoher Streichersound, der sehr weit ist im Stereobild, der eine Note durchzieht. Ist ganz subtil, kommt dann meistens im Refrain, in der Hook rein und nimmt man meistens bewusst gar nicht wahr, zum Beispiel Dr. Dre, 2001, das Album hat das auf fast jedem Track. Habe ich mir mal gestohlen. Kann ein bisschen höher noch. So, ganz subtil. Dass man das teilweise gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Aber wenn ich es jetzt mal wegnehme, jetzt ist es zum Beispiel drin, hört mal hin. Und jetzt nehme ich es raus. Fehlt irgendwie was. Deswegen benutze ich es einfach sehr gerne. Ist super easy, aber funktioniert. So, und jetzt kann man eigentlich auch schon zum Arrangement gehen. Ich habe jetzt diesen relativ vollen Loop, ich habe, was weiß ich, 10 Spuren. Ist jetzt eigentlich nicht so viel. Ich könnte jetzt noch hier 5 Stunden stehen und 10.000 kleine Details adden. Aber ich mag es ganz gerne relativ früh schon so eine gewisse Übersicht zu haben, wie es anfangen soll. Und ich würde sagen, das kommt, glaube ich, ganz geil, wenn wir mit den Keys anfangen. Jetzt habe ich aus Versehen mein ganzes Projekt verschoben. Wieder zurück. So. Ist noch ein bisschen leer. Ich finde, dieses Rauschen kann noch mit rein. Ja. Okay, der Drop quasi kommt jetzt noch ein bisschen unerwartet. Ich mag es schon mal ein bisschen anzukündigen mit einer Kick oder mit einem Bass. Deswegen würde ich sagen, die Kick kann hier hinten schon mal reinkommen. Oder vielleicht auch noch mit einer Snare.
Ich finde, die Shaker oder die Tambourine, die wir haben, kann sich auch schon mal ein bisschen ankündigen. Vielleicht mit so einem kleinen Fade-In, dass sie leise reinkommt und gegen Ende lauter wird. Klingt doch schon mal nach einem vernünftigen Einstieg. Ich mag es gerne, wenn direkt am Anfang noch nicht so ganz klar ist, okay, was kommt jetzt, was haben wir jetzt für ein Pattern? Deswegen schiebe ich gerne die zweite Kick dorthin, wo die Snare ist. Das wäre jetzt noch mit der Snare drüber, aber dafür nehme ich die Snare weg. Das ist für mich schon mal eine gute Skizze. Genau, mir wurde gerade gesagt, dass die Zeit relativ knapp ist. Deswegen zeige ich jetzt noch einen Trick aus meinem kleinen Repertoire und das war's dann. Nämlich. Was die Drums angeht. Ich räume die nämlich immer gerne so ein bisschen auf. Und komprimiere die auch, damit sie so ein bisschen mehr aus einem Guss kommen. Und benutze danach gerne Saturation. Das ist quasi das Digitale oder die Emulation von Tape-Maschinen. Früher wurde ja alles auf Tape aufgenommen. Und das war nicht immer so clean. Hat dann gefärbt teilweise, also den Sound wärmer gemacht etc. Und das benutze ich halt auch gerne im digitalen Äquivalent. Mit, ohne, mit, zieht alles so ein bisschen nach oben und sorgt jetzt auch dafür, dass die Drums im ganzen Kontext ein bisschen besser rauskommen. Genau, also haben wir jetzt soweit einen ganz soliden Loop, da könnte jetzt jemand drauf rappen, da könnte man jetzt noch 5 Stunden irgendwelche kleinen Details suchen, irgendwelche Gitarre zum Beispiel oder irgendwelche Gitarren-Samples, Gitarre einspielen, kann ich leider nicht so gut, deswegen habe ich meistens noch andere Musiker dabei, Trompeter, Gitarristen etc., die dann noch so ein paar Details adden. Und das Ganze kann man noch arrangieren, also ich habe jetzt quasi diesen Drop gebaut, unsere vollste Stelle bisher und ja, so baut man einen Beat. Ich spiele es nochmal ab. Das ist unser fertiges Produkt von der Stunde, die ich heute Session machen durfte mit euch. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen. Und freue mich mit euch zu connecten. Instagram @MorrisLesky. Checkt meinen Scheiß auf Spotify aus. Peace.